Ja, herzlich willkommen wieder bei GrubiTV, unserem Heimkino-Kanal. Ich befinde mich hier inmitten von Nürnberg und zwar direkt hinter den Stadtmauern befindet sich hinter uns dieses Kino und zwar das CineCittà oder Cinecittà oder wie auch immer. Ich werde es wahrscheinlich heute im Laufe des Tages noch lernen, wie wir es genau aussprechen müssen. Dieses Kino ist einzigartig, weil es ist ein Kino, welches, und das geht schon los, eigentlich gar nicht zu sehen ist. Man sieht hier diesen Eingang, man sieht hier so einen Glaskubus, dass hier aber weit über 20 Kinosäle sind. Das kann man sich gar nicht vorstellen, denn ich befinde mich gerade auf diesen Kinosälen. Und der größte Kinosaal, der geht doch sage und schreibe 40 Meter runter. Das ist nämlich ein IMAX-Saal, der also eine riesen Leinwand hat. Aber auch darüber hinaus gibt es viele sehr innovative Kinosäle hier, die also besondere Techniken hatten, wo teilweise hier erstmalig in Deutschland überhaupt diese Technik verwendet worden ist. Und was das alles hier auf sich hat und warum, wieso, weshalb und warum das Ganze überhaupt unter der Erde gebaut worden ist, das werden wir sicherlich jetzt hier in den nächsten Minuten erfahren, weil ich treffe mich gleich mit dem Benjamin. Der Benjamin ist hier mit zuständig für die Technik, arbeitet hier mit der Familie, die das Ganze gebaut hat, nämlich Familie Weber hier sehr eng zusammen und das wohl schon seit sehr langer Zeit. Und ja, ihr habt ja selber gesagt, Mann, wenn du schon hier über Kinos berichtest, dann fahr doch mal unbedingt nach Nürnberg. Ja, das habe ich jetzt getan, gemeinsam mit dem Frank, der hier Kameramann ist und wir gemeinsam haben uns dann gestern Abend schon bereits was angeschaut und das war schon sehr, sehr toll. Ja, und sollen wir mal gucken, was uns da hinter diesen Türen alles erwartet. Neben mir steht Herr Benjamin. Benjamin, morgen erstmal. Morgen, Patrick. Vielen Dank, dass das so geklappt hat, dass wir uns hier um diese nicht ganz nachts schlafende Zeit mehr, aber jetzt das ist geht's schon ja normal hier für euch. Ne? Das ist ja schon was los. Genau, wir machen ab 10 Uhr auf normalerweise. Das heißt, ja, sind wir jetzt schon eigentlich kurz davor, richtig zu öffnen. Aber hier ist noch ein bisschen Ruhe. Es ist noch ein bisschen Ruhe. Wir nutzen das, weil wir haben jetzt die Chance, auch noch gleich in einige Säle mal eben schon reinzuschauen, weil es geht sogar schon gegen 10 und 11 hier nach Saal schon los. Genau. Bevor wir loslegen, erzähl doch mal bitte kurz, was machst du hier? Wie nennt sich deine, Jobbeschreibung? Seit wann bist du hier? Okay, also meine offizielle Jobbeschreibung ist CTO, CMO, aber im Prinzip, es geht vor allem um die Kinotechnik, die digitale Kinotechnik. Mhm. Und im erweiterten Bereich dann noch so alles, was wir auch so als digitales Marketing machen oder auch Kommunikation an den Kunden wie das Internet, was man heute im Social Media macht, das kommt auch noch so ein bisschen mit dazu. Also ja, alles Digitale möchte ich eigentlich fast sagen. Seit wann bist du hierbei? Ich bin seit, 2004 dabei. Du glaubst? Ich glaube, ja, weil entweder ist es 2004 oder 2005, aber einen großen Teil meines Lebens war ich hier, ja. Wie bist du hier reingekommen? Was hast du gelernt? Weil ist es so, dass wirklich, nachdem man diese Videos bei uns immer sieht, gibt es auch häufiger die eine oder andere Anfrage, was muss man denn dafür machen, um dann vielleicht später mal selber hier so einen Job zu bekommen? Ja, mein Hintergrund, die Begeisterung fürs Thema hat. Mein Hintergrund ist mehr so die Mediengestaltung und so habe ich dann hier auch angefangen. Mhm. Und da kam dann so langsam die digitale Werbung und das digitale Kino und das waren für mich eigentlich durch diesen Medienhintergrund eigentlich ganz coole, interessante Geschichten und dann bin ich dabei geblieben und habe mich dann da entsprechend reingearbeitet, weil wir halt sehr früh schon digitalisiert haben. Ja, wir wollen also in den nächsten Minuten wollen wir mal zeigen, was sich hier alles hinter dem CineCittà so ist richtig ausgesprochen oder ja, ein bisschen was lernen, weil mit Wörtern, Namen habe ich manchmal nicht so. Also kommt eigentlich aus dem Italienischen, die italienische Kinostadt und dann würde man sagen Cinecittà. Cinecittà. Genau. Das kriege ich auch noch hin. Und, aber wir erlauben sämtliche Sprechweisen. Wir sind hier in Franken, da ist es gerne mal das Cinecittà zum Beispiel. Ja. Also, oder das Cine. Also wir sind da, wir haben da keinen großen Anspruch drauf. Ich habe schon draußen gezeigt, wir sind hier so zentral eigentlich im Ort und man sieht jetzt hier beispielsweise diesen Glaskubus, so will ich das jetzt einfach mal. Und man sieht ja überhaupt nicht, was sich dahinter verbirgt. Ja. Hier sind jetzt wie viele Kinosäle? Wir haben insgesamt, das kommt immer darauf an, wie man es zählt, aber wenn man unser Open-Air-Kino mitzählt, dann sind es 23 Kinosäle oder 23 Leinwände, die wir haben. Davon sind 18 normale Multiplex-Säle, eben das Cinemagnum, Gucken ein paar kleinere, genau, ein paar werden wir jetzt ja dann sehen. Ja, genau. Genau. Und wir haben eigentlich auch zwei, Eingangsbereiche, ne? Das ist ja einmal der Eingang, weiß nicht, wie nennt ihr den hier? Das ist eigentlich unser Cinemagnum-Eingang, den nutzen wir aber auch besonders für die Deluxe-Kinos, die von hier aus sehr gut zugänglich sind. Mhm. Weil hier eben dann unsere Garderobe ist, unsere Bar, aber das ist der Cinemagnum-Eingang, einer von beiden. Und dann habe ich in Sichtweite hier, so wenn ich mal so zwischen den beiden Häusern hier durchschaue, sehe ich einen zweiten Eingang, das ist dann welcher Eingang, wie nennt der sich? Ja, das ist so unser Haupteingang, unsere Hauptkassenhalle, wenn man so uncharmant das nennen möchte, das ist das, wo
die meisten Leute eigentlich bei uns dann reinkommen und Karten kaufen. Ich bin hier nur wenige hundert Meter vom Bahnhof entfernt. Um Bahnhof herum ist ja eine Hotelmeile ohne Ende. Also genau. Gerade die mal auf der Durchreise sind, hier kriegt man Parkplätze, hier kann man übernachten. Das ist alles ohne Probleme möglich. Ihr habt aber auch selber hier Parkhäuser angeschlossen um der Umgebung. Ne? Genau, es gibt hier drei direkte Parkhäuser. Kriegt das man ist auch alles, direkt. Und mit, genau. Habt ihr eine U-Bahn eigentlich hier oder so? Eine U-Bahn ist eigentlich auch in der Nähe. Das sind nochmal so 100 Meter, ja. Also wir sind das also super gut erreichbar. Angebunden. Auf jeden Fall. Jetzt sehe ich ja, wenn ich mich hier so umschaue, und ich bin gestern durch diesen Eingang reingekommen, ja. Da habe ich gedacht, ich bin erstmal eine Buchhandlung. Ja. Weil man sieht ja hier, lass uns mal ein bisschen drehen. Ihr habt ja unter anderem euch mal überlegt, wir können zu den Filmen, die es da gibt, oder zu den Büchern, gibt es vielleicht im nächsten Film, wie auch immer, ja. Wir können auf jeden Fall noch ein bisschen was zum Lesen hier bekommen. Ne? Ja, also die Idee kam ja ein bisschen daher, dass hier ja mal ein IMAX-Kino war und da war damals schon so ein bisschen die Idee, dass man so ein bisschen so Bildbände und sowas anbieten kann. Und das ist im Prinzip geblieben, daher kommt das auch so ein bisschen. Und ja, das bieten wir einfach zusätzlich mit an, um auch ein bisschen Atmosphäre zu schaffen. Aber es nehmen gerade um Weihnachten nehmen dann Leute schon auch mal gerne wieder was mit. Genau, das ist einfach ein Zusatzangebot hier. Du hast mehrere Stichworte gerade schon genannt, das IMAX. Es ist so, dass ja, als das ganze Komplex geplant worden ist und wir sind jetzt, wie lange seid ihr jetzt insgesamt hier, vor 20 Jahren? Insgesamt seit 1995, Oktober 95. Okay, wir sind jetzt im Jahre 2018, Januar. Ja. Ihr habt das hier mitten in die Stadt reinsetzen wollen, das Kino. Wenn ich sage, ihr heißt Familie Weber. Genau, ne? Richtig. Der gute Herr Weber, der hatte genau. Mal so eine Wahnsinnsidee. Ich baue ein der Kino. Hatte eine Wahnsinnsidee, genau, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Ja, ne? Ja. Ja, ursprünglich war es mal ein gemeinsames Projekt mit der Stadt. Letztendlich ist die Stadt dann aus dem Projekt raus und so ist dann nur hier nur das Kino entstanden, wobei das Kino hier ja schon immer mehr sein sollte. Auch, also nicht nur Kino, sondern eben auch die Gastronomie und diese Foyerflächen. Und ja, und da so ist es dann entstanden. Und mit dem Erfolg ist es dann immer ein bisschen gewachsen. Die Herausforderung war halt, wo bringe ich so ein Kino unter, mitten in der Altstadt letztendlich, weil wir sind innerhalb der historischen Altstadtmauern letztendlich. Da hast du ein paar Auflagen, was Denkmalschutz angeht und so, ne? Denk ich mal. Ne? Genau, so also Ensembleschutz so ist dann hier schon in dem Bereich. Ja, ja. Also das musste natürlich auch alles beachtet werden, aber der Haupttrick, sage ich mal, war tatsächlich die Kinos unter der Erde zu verstecken. Aber wir reden ja nicht über irgendein kleines Pantoffelkino oder wie immer, sondern wir reden über einen IMAX-Saal. So, ein IMAX-Saal, das dürfte den meisten, die unseren Kanal kennen, bekannt sein. Das sind die mit den Riesenleinwänden, die eine Höhe alleine von der Leinwand haben, von ungefähr... Von 22 Metern. Nur die Leinwand ist 22 Meter hoch, das heißt proportional die entsprechende Breite. Ja, ja. So, das heißt, wenn wir uns jetzt nämlich mal umschauen, sehen wir auch hier, genau wie am Anfang bei meinem Einstieg, wo ich sage, ich laufe hier gerade über ein paar Kinos, hier drunter ist ein IMAX-Saal. Wenn wir mal so leicht rausgucken, sieht man hier einen Parkplatz und dieser Parkplatz ist eigentlich das Dach von dem IMAX-Saal, den wir hier haben. Genau. Du hast hier nebenan ein Gebäude, hast du gesagt, dieses Gebäude ist eigentlich die Lampe ist höher wie das Gebäude? War genau, richtig, ja. Das ist höher als das Nachbargebäude. Ihr werdet das bestimmt schön mit reinschneiden, dass man das dann auch sieht. Ja, klar. Weil letztendlich verliert man dann, wenn man im Saal selber ist, finde ich, so ein bisschen die Relation, weil du hast halt nichts, wo du das dran festmachen kannst, wie groß da was wirklich erstmal ist. Erstmal das und du weißt natürlich auch nicht, du bewegst dich gerade unter der Erde. Ja, ja, klar. Und zwar richtig tief, weil man muss ja auch noch wissen, es gibt hier ein bisschen Wasser gibt es hier, ne? Es gibt ab ein bisschen Meter Wasser, kann genau. Kann ich hier schon Wasser holen? Genau, auf 7 Meter beginnt hier so das Grundwasser, 6, 7 Meter. Das heißt, unser Gebäude ist auch wirklich komplett von Grundwasser umgeben. Das ist eine große Wanne, die da fest in der Erde sitzt. Ja. Ich habe eine Zahl gesehen und gehört, die damals in die Hand genommen worden ist, um das Ganze zu realisieren, diesen Traum und diese, ich sag mal, schon sehr gewagte Idee, ein komplettes Kinocenter hier runterzusetzen. Ja. Irgendwas von über 70 Millionen war das damals, die da in die Hand genommen worden sind? Ja, 75 Millionen ungefähr sind ist ja Gesamtinvestitionen. Aber ist ihr habt es Menge geschafft. Geld, ja. Genau, ihr habt es geschafft, weil das sieht man auch, dass im Raum Nürnberg hier deutlich ein höherer Kinobesucherdurchschnitt ist als im Rest von Deutschland. Genau, das ja. Das heißt, die Angebote, die wir jetzt gleich zeigen werden, die kommen ja wirklich gut an. Ja, also das ist natürlich so, dass wir jetzt durch diesen IMAX-Saal, ehemaligen IMAX-Saal, jetzt in dem Magnum natürlich einen unglaublichen Differenziator haben. Das macht uns so schnell dann natürlich keiner nach. Das heißt, wenn Leute Filme auf einer ganz großen Leinwand sehen wollen, dann gibt es im Umkreis eben nichts anderes sozusagen. Aber dann gucken wir natürlich allgemein auch, dass wir halt immer ein gutes Kinoangebot haben, sowohl natürlich von den Filmen als auch von der Technik und allem, was dazugehört, klar.
Genau, und diese ganzen kleinen, ich sag mal, Puzzleteile, die nachher das gesamte Erlebnis machen. Und ich war gestern Abend mit hier unserem Kameramann Frank im Jumanji. Ja. Da waren wir im Kino 1. Ja, genau. Das war schon sehr imposant. Endlich habe ich mal eine 3D-Brille bekommen, die echt eine 3D-Brille vom Namen her verdient. Das Ding besteht nämlich nur aus Glas und nicht aus Rahmen. Ja. Das nervt mich nämlich teilweise bei den normalen 3D-Brillen. Ja. Das war schon sehr, sehr toll. Und wir wollen jetzt mal drei Säle, die wirklich für das Konzept von der Cinecittà, okay, also ich lerne das noch, die dafür wirklich stehen, für das ganze Erlebnis, was hier ist. Und das Erlebnis fängt damit an, wir gehen da mal so ganz, komm mal mit, Frank, wir gehen da mal so hin, weil ich muss jetzt irgendwie in die Erde rein, ja? Du musst irgendwie so, in die Erde rein, runter. Genau. Da hab ich, das heißt, ich habe einen Aufzug und ich habe hier ein Wahnsinns, was ist das hier, Treppenhaus mit Rolltreppen, ein Treppenhaus mit 27 Meter runtergehen. Genau, richtig. Also der Punkt, auf den wir jetzt dann gucken, wenn der Frank auch runtergucken möchte mit uns. Mal live runter, da unten, 27 Meter jede drunter. Genau. Das ist natürlich schon Anblick. Wenn der Rolltreppe mal nicht funktioniert, du bist da ganz unten, weil das ist ja eigentlich noch der höchste Punkt wiederum vom Kino. Ja, gut. Da geht es ja auch noch mal tiefer. Wenn mal eine nicht funktioniert, dann muss man die laufen. Ansonsten gibt es natürlich auch Aufzüge. Genau. Also. Was ist mit rollstuhlgerecht, um direkt mal zu fragen? Ja, das Ganze, im Prinzip ist das ganze Haus rollstuhlgerecht. Also auch dieser Saal da unten ist mit Rollstuhlen sehr gut zu erreichen. Das haben wir eigentlich überall sehr gut realisiert. Ich soll dich wirklich konkret fragen, weil ich heute Abend ja, oder gestern Abend hatte ich schon eine Meldung geschrieben. Wie sieht das denn von den Plätzen aus, die reserviert sind für Rollstuhlfahrer beispielsweise? Ja. Habt ihr da schon in den Kinos jeweils teilweise Plätze gut reserviert? Wir haben also bis auf einen Saal, der da ein bisschen schwierig ist, ist aber in jedem Saal sind Rollstuhlplätze, jetzt gerade auch in dem großen Saal unten. Das sind, glaube ich, sogar einige, sind es, glaube ich, so acht oder zehn Super. Stück. Ja. Und dann gehen wir mal, ich würde sagen, wir gehen runter. Ja. Dann erklären wir mal, wie wir die Tickets bei euch ziehen können, weil habt ihr euch auch ein paar tolle Sachen einfallen lassen. Genau. Und auch was mit Popcorn und so weiter angeht. Das machen wir auch noch alles, und wir gucken mal, was für eine Wahnsinnstechnik ist. Also ich würde sagen, es wird ein super geiles, spannendes Video. Und bleibt mal dran. Dann gehen wir mal runter. Dann gehen wir runter. Gut. Ja, dann wiederholt bitte nochmal den Namen von dem Kinosaal, den wir jetzt hier gerade haben. Genau, also jetzt sind wir im Cine Magnum. Das ist unser volumenmäßig größter Kinosaal. Wir haben hier auch fast 520 Plätze. Die größte 3D-Leinwand weit und breit, eigentlich sogar die größte 3D-Leinwand in Europa mit knapp 30 auf 22 Metern. Lass uns mal einen Schwenk machen, damit man mal die vorne ein bisschen sieht vielleicht. Genau, damit wir mal ein bisschen versuchen, diese Dimensionen zu bekommen, weil das ist wirklich atemberaubend, wenn man also jetzt hier in diesen reinkommt, weil wir sind jetzt hier auf dieser 27-30-Meter-Ebene und es geht dann noch mal ein ganzes Stück runter. Genau, weil das ist ja eine wahnsinnig steile Aufbau ist, also du hast ja nicht ansatzweise einen Kopf vor dir, da ist ja gar nichts zu sehen. Da hast du keinen Kopf vor dir. Nee, da ist gar nichts. Ne? Also die Idee des Saals ist quasi, jeden Zuschauer so nah wie möglich an die Leinwand zu bringen, deswegen dieser extrem steile Aufbau hier. Wir haben einen Saal, der knapp 35 Meter tief ist, 30 Meter breit. Das heißt, man ist immer wirklich ziemlich mitten im Bild. Sag mir was zur technischen Ausstattung, weil die Ursprungsidee war IMAX. IMAX habt ihr eine Zeit lang gemacht, dann habt ihr das aber gestoppt und habt jetzt hier wirklich die normalen Kinofilme, weil gestern Abend lief beispielsweise Star Wars hier. Richtig, genau. Lief hier auf dieser riesen Leinwand. Ja. Und jetzt gibt es ja bei dieser Kuppel hier, und das geht ja schon damit los, es ist ja von der Technik her, es ist ja mehr als nur eine riesen Leinwand und ein paar Sitze, die einfach schräg installiert sind. Ihr habt hier oben beispielsweise eine wahnsinnige weiße Kuppel, die aber, wenn ich das richtig gelesen hatte, beweglich ist oder war. Genau, die Kuppel ist hydraulisch beweglich. Die könnte man, wenn man möchte, nach vorne schwenken. Ja. So ein bisschen wie ein Visier von dem Motorradhelm. Ja. Ja. Und dann wäre die da unten quasi auf Leinwandhöhe. Ja. Dann hat man im Prinzip so eine Planetariumsprojektion. Also wie man wo das schon so ein bisschen fast über mich hinweggeht. Ja, absolut. Also du hast dann wirklich komplettes Sichtfeld. Also es ist sehr, aber sie wird nicht mehr benutzt im Moment, weil es diese Inhalte nicht gibt. Also es gibt Inhalte, aber es ist halt einfach so, das war ein bisschen auch schon zu IMAX-Zeiten so. Die Leute haben halt gerne 3D auf der Flatscreen gesehen. Mhm. Für die war Kuppel schon auch immer cool, aber mehr Tickets war eigentlich schon immer für 3D. Und jetzt ist natürlich das, was die Leute sehen wollen, den Hollywood-Content, den gibt es natürlich nicht für die Kuppel und den gibt es natürlich in 3D und für eine normale, sagen wir, Flatscreen-Leinwand. Ja, weitere technische Ausstattung, weil du hast das Wort 3D mehrfach erwähnt. Mhm. Ihr seid wirklich große 3D-Liebhaber, nach dem, was ich hier so gesehen habe, weil ihr habt hier einige technische Experimente gemacht, um das 3D-Bild so gut wie möglich zu machen. Wir werden gleich noch ein paar Beispiele zeigen, aber hier geht es ja schon los. Diese riesen Leinwand muss ja wirklich befeuert werden, mit einer Menge Licht. Genau. Und ihr seid die Ersten gewesen, die mit vier Projektoren eine Installation hier gemacht haben.
Und zwar 4K von Sony. So müssen wir es genau, also in dieser Kombination. Mal so, in der Kombination. Es gab 4K und genau, 4 Beamer. Genau, es gab im Kinobereich auch andere sogenannte Quad-Stacks, aber jetzt in dieser Kombination mit diesen 5-15er Sony-Projektoren waren wir die ersten und jetzt lange auch die einzigsten, die da eine Vierfachprojektion hatten. Das geht einfach deswegen oder das ist deswegen so wichtig, weil man eben für so eine große Leinwand brauchst du einfach sehr viel Licht, damit du auf ordentliche Helligkeitswerte kommst. Und ja, und die Sony-Projektoren sind auch, unterscheiden sich, sage ich mal, von den bisherigen zumindest DLP-Projektoren. Da kommt sicherlich auch einiges Neues jetzt demnächst, auch durch einen recht hohen Kontrast. Also das ist für uns halt eine gute Kombination aus viel Helligkeit, kontrastreichem Bild, aber auch einem sehr guten 3D dann. Wir haben das nicht vorher abgesprochen, also wir reden hier über die Sony SXRD Display-Technik. Das genau. Ist also, was ihr auch teilweise jetzt im Heimkino habt, wenn ihr einen Sony-Beamer habt, genau. Weil das diese SXRD-Technik ist. So, und diese 515er sind hier auch noch eine andere Besonderheit. Die sind ja sehr ausfallsicher, weil die eine Menge Lampen drin ja, haben. Ne? Genau. Da ist ja nicht eine drin, sondern da sind ja, glaube ich, bis zu 6 Stück drin. Ja, genau. Hier sind es dann 24, wenn man alle auf, über alle 4 Projektoren geht sozusagen. Wenn da mal eine ausfällt, dann... Macht sich nicht unbedingt bemerkbar. Macht sich nicht unbedingt bemerkbar. Also ich, da würde ich wirklich sagen, ja gut wer sieht, vielleicht sieht es auch jemand, ach, aber nein. Gut. Aber es ist halt wirklich super, weil du dadurch dann natürlich halt einen sehr sicheren Betrieb hast. Und das war jetzt auch nicht so, dass Xenonlampen, die jetzt typischerweise in Kinoprojektoren bisher verbaut waren, vor der Lasertechnik, jetzt ständig ausgefallen sind, aber wenn, natürlich, dann war erstmal dunkel, ne? Und das ist jetzt hier nicht der Fall. Wir werden gleich mal oben reingehen, weil es ist natürlich auch so, diese 4 Beamer müssen ja sowas von präzise auseinander abgerichtet sein, genau. Dass man natürlich keine Übergänge sieht und ähnliches. Ja. Also man sieht, das Bild ist wirklich aus einem Guss hier. Ja. Da wurde auch eine Wahnsinnskonstruktion für entwickelt, die ja. Das Ganze eben verwindungssteif und vibrationsarm da macht. Genau, absolut. Bevor wir das machen, lass uns nochmal das Thema Ton ansprechen. Ja. Es ist ja ein IMAX-Kino. IMAX ist ja unter anderem nicht nur wegen dem entsprechenden Riesenbild bekannt, sondern auch wegen der Wahnsinns-Soundanlage. Ja, genau. So, die ist natürlich auch hier drin geblieben, ja. Weitgehend. Oder was habt ihr modifiziert, nee. Was habt ihr geändert? Erzähl mal. Also wir haben im Prinzip alles geändert. Und zwar ist es so, wir hatten hier lange noch die IMAX Sonics Anlage, die auch wirklich toll war. Original, das ist die original IMAX-zertifizierte, vorgegebene genau, Anlage. Genau, richtig. Das war so, okay. Aber im Prinzip, wenn man möchte, 6.1, 5.1 System. IMAX ist da ein bisschen anders. Das hat zwei Center Speaker, einen oben, einen unten, zumindest in dem Saal, der so hoch ist wie dieser. Macht auch Sinn, ne, bei der Höhe. Ja, ja, genau. Da gab es auch tatsächlich Filme, die das auch genutzt haben. Okay. Das große Thema im Kino ist ja Dolby Atmos schon seit einigen Jahren. Das heißt, wir haben lang auch nach einer Lösung gesucht, hier Dolby Atmos reinzubringen in den Saal. Das ging am Anfang nicht. Als Dolby Atmos so aufkam, meinte auch Dolby, naja, lasst uns das mal lieber in einem normalen Kinosaal machen. Das hier ist uns noch ein bisschen zu groß. Ja, aber dann jetzt seit etwas über 2 Jahren haben wir hier auch ein Dolby Atmos System verbaut. Von den Originalkomponenten wird nichts mehr verwendet. Wir verwenden hier das Christie Weave System. Das sind so Line Array Systeme mit Bändchenhochtönern. Und Line Arrays gerade deswegen auch hier, weil das auch so ein bisschen der Größe des Saals geschuldet ist. Du möchtest eben eine möglichst gleichmäßige Verteilung am Ton haben, auch auf jeder Höhe letztendlich. Das ist mit die größte Herausforderung bei so einem Saal wie diesem, ja, die zu überbrücken. Ja, und deswegen gibt es hier ringsrum, man sieht es wahrscheinlich recht schlecht, sie sind gut versteckt, weil die meisten davon tatsächlich jetzt in der Kuppel sind, die ist akustisch transparent. Aber hier an der Seite sieht man es ein bisschen, haben wir eben diese Weave-Lautsprecher und haben seit dem Star Wars Episode 7 Dolby Atmos hier und kommt auch sehr gut an und haben uns natürlich auch bemüht, das wirklich auch wirklich kräftig, eine kräftige, gute Anlage zu machen, die so einem Saal auch irgendwo gerecht wird. Es ist tatsächlich auch jetzt von dem Hersteller in der Kombination alleine von der Wattleistung die größte weltweit installierte Anlage. Hast du eine Wattzahl? Müsste ich jetzt noch mal durchgehen, aber Pi mal Daumen, bringst du mich jetzt in Verlegenheit. Ich würde sagen, allein Verstärkerleistung ist theoretisch über 100 kW. Apropos kW, ihr braucht ein bisschen Strom hier in dem Gebäude, ja. Ne? Wo kommt der her? Weil das ist ja auch, Strom wird allgemein sehr teuer und hier ist ja einiges an Stromverbrauch drin. Ja, ja, richtig. Also bei uns kommt der Strom, aus der Steckdose und wir machen ihn selber. Das ist eine kleine Besonderheit bei uns, genau. Ja. Wir haben zwei BHKWs,
die aus BHKW? Blockheizkraftwerke sind im Prinzip, wenn man so will, lokale Generatoren, die mittels Erdgas in einem Motor angetrieben werden und dann... Die sind hier in diesem ganzen Gebäudekomplex mit drin? Die sind hier mit drin integriert, eins steht extern, eins ist im Gebäude. Und wir machen unseren Strom selber und haben dadurch vor allem auch den Vorteil, dass die übrig gebliebene Hitze, dass die uns zur Verfügung steht. Im Sommer nutzen wir die, um das Gebäude zu kühlen, weil dann können wir das wandeln in Kälte. Und im Winter brauchen wir es natürlich, um das ganze Gebäude hier zu heizen. Also das ist schon sehr effizient, weil man dann eben wirklich die Energie wirklich auch komplett nutzt. Schön, Energie. Lass uns mal zu den Energieverbrauchern gehen. Ja. Darunter, da oben in dem Gebäude, da sind sie. Ja. Wobei, ihr habt die original IMAX-Anlage, die Analoganlage, so wie es mal bezeichnet, die habt ihr auch noch hier. Die ist auch noch da, Genau, da können wir mal kurz drauf gucken. Weil da sieht man auch nicht alle Tage, was da an Technik damals für einen Aufwand betrieben worden ist. Und wie groß so eine Rolle war, wo der Film drauf ist. Genau, richtig. Das machen wir auch. Genau. Wird cool. So, also, hier ist das Herzstück eurer Projektionstechnik. Genau, ja. Vier prima. Vier 4K-Geräte. Richtig. Wie darf ich mir das vorstellen? Projizieren die alle das Bild übereinander? Ja, genau, so ist es. Also nicht aufgeteilt? Nein, das ist ein Bild, das von allen gleich projiziert wird und es wird komplett übereinander gelegt, genau. Also jeder projiziert dasselbe Bild. Jetzt in 3D natürlich zwei das linke, zwei das rechte, aber so ist es gemacht, genau. Ein wichtiger Hinweis, zwei Beamer das linke Auge, zwei das rechte. Richtig, ihr arbeitet nicht mit dem klassischen Shutter-System, was man sehr häufig findet. Genau. Das heißt, da wird so eine Art Shutter-System vor das eigentliche Objektiv gesetzt und dann haben wir auch da schon mal schneller übersprechen und dann verlieren wir deutlich mehr Licht wahrscheinlich. Richtig, genau. Das ist der wesentliche Punkt, ja? Richtig, das ist genau der Punkt. Also wir haben schon immer ziemlich viel Doppelprojektion gemacht, auch schon mit DLP-Systemen. Und jetzt hier haben wir eben eine Vierfach. Du hast eben auch den Vorteil, dass beide Bilder immer auf der Leinwand sind. Bei diesen Shutter-Systemen oder aktiven 3D-Systemen ist halt ein Bild eigentlich immer weg und man versucht dem Gehirn vorzugaukeln, wenn du siehst beide. Wechselt immer rechts, links, hier rechts, ist es rechts, der Fall, jetzt sind immer beide da. Und das ist auch ein ruhigeres. Also mir ist aufgefallen, gestern bei Jumanji war im Gesamten ruhiger. Es steht fester auf der Leinwand. Für die in bewegten Sachen ist es meiner Meinung nach besser ein Stück weit. Die Bewegung war besser. Ist sicherlich ein kleiner Vorteil, den es hat. Aber du brauchst mindestens zwei Beamer. Und hier haben wir jetzt sogar 2x2. Genau, richtig. Du brauchst mindestens zwei und du musst auch immer gucken, dass sie schön übereinander sind. Sonst sieht das natürlich nicht so gut aus. Aber das geht ja jetzt in diesem Fall schon auch elektronisch, also dass da eine Korrektur gemacht wird, auch regelmäßig. Ja. Lichtleistung ist bei circa, was meint ihr, was habt ihr so erreicht an der Lichtleistung auf der Leinwand, wenn ich jetzt hier 2D oder 3D gucke? Also Systemleistung haben wir so 60.000 ANSI-Lumen ungefähr und im Kino sprechen wir immer so von Foot Lambert und in 2D sind wir so Center-Lumen so bei 22 ungefähr Foot Lambert. In 3D. 15 Foot Lambert ist das für das durchschnittliche? Was 15 ist eigentlich so das, was man haben soll, genau. Jetzt ist es allerdings so, das ist auch nicht auf jedem Sitzplatz gleich. Mal ist ein bisschen heller, mal ein bisschen dunkler. Und für 3D sind wir so bei guten 7 Foot Lambert hier in dem Saal, 7, 8, ja. Gut, okay, ich würde sagen, wir gehen wieder raus. Hier ist nämlich auch schön kühl drin. Das müsst ihr, denke ich, mal auch beibehalten, diese Kühlung. Genau. Weil die werden ja auch ganz schön warm, die Teile. Ne? Da oben geht die würden sonst richtig warm, genau. Und die arbeiten natürlich am besten, wenn die Umgebung auch kühl ist. Was man immer versuchen muss zu erreichen, wenn es nicht immer geht. Aber ja, hier ist es gut gelungen, ja. So, und die laufen jetzt von ca. 10 Uhr morgens, je nachdem, bis abends? Um 2, 3, ja, genau. Schön. Wir sind jetzt eine Etage tiefer gegangen, aber immer noch im Bühnenbereich des IMAX-Kinos, des großen Saals hier. Und sehen hier, und das finde ich ja ziemlich cool, ihr habt die original IMAX-Technik mit der Projektion. Das habt ihr alles hier stehen gelassen. Genau, das ist noch da. Im Prinzip ist es eigentlich noch nahezu funktionsfähig. Also IMAX hat seinerzeit das Objektiv mitgenommen. Also wir könnten jetzt nicht spielen, aber ist noch alles da. Telleranlage und so ist einfach noch hier vor Ort. Ist tatsächlich auch, es wäre eher schwer, das hier wieder aus dem Gebäude auch hinauszubekommen. Also sieht ja unfassbar aus. Erinnert mich irgendwie an so einem
Alien-Film hier. Das ist ja eine Wahnsinnsmechanik, die wir hier haben. Diese Schläuche da hinten sind riesen Ketten. Ja. Das ganze System konnte sich noch nach oben und nach unten ein bisschen bewegen. Richtig, ja, genau. Das, war das dann die Fokuseinstellung eventuell oder was haben die damit gemacht? Also es war tatsächlich so, oben und unten ist eben dieses Doppelsystem, dass man eben auch diese Kuppelprojektion hatte. Und für die Kuppelprojektion ist der Projektor, hat sich hier nach oben bewegt. Nach oben worden. Und für die normale Flatscreen-Projektion war er unten, hatte oben dann auch ein anderes Objektiv als unten, logischerweise, weil es dann noch eine extremere Brennweite ist. Denn hier, wo wir jetzt sind, sind wir tatsächlich in der Mitte des Saals. Ja. Was kann man an Leistungsdaten sagen? Was gibt es hier an Lampen? Wie viele sind da drin? War das eine, war das zwei, drei? Also das waren 15 kW Xenon-Kolben, die hier drin waren. Waren also mehrere oder einer? Es waren meiner Meinung nach zwei. Mhm. Und das war entsprechend aufwendig. Das ist natürlich dann, hat sich natürlich stark geändert durch die Digitalisierung, weniger Leistung. Es war aber auch so, dass hier dieser ganze Betrieb auch immer von dem Vorführer gemacht werden musste. Es musste auch immer jemand dabei sein, musste auch den Film synchronisieren, immer wieder einen neuen Film einlegen, genau. Lass uns mal rübergehen, weil du hast ja hier die Teller. In der analogen Technik war alles auf Filmmaterial, aber beim IMAX war das Filmmaterial echt groß. Richtig, war richtig groß. Also das ist ja 65 mm Material bzw. 70 mm Material. Und das Besondere beim IMAX, ich weiß nicht, ob man es hier sieht, ist, dass das Filmbild auch noch gedreht war. Somit hatte man eine noch höhere Bildfläche letztendlich. Ich weiß nicht, sieht man ein bisschen was? Ja, das ist also hier. Genau. Normalerweise wäre es ja so gewesen, horizontal. So wäre der Film durchgelaufen. Das heißt, der Film läuft andersrum, der läuft nämlich so durch den Filmprojektor. Und wurde auch noch angesaugt, wenn ich mich recht erinnere. Ein Vakuum wurde produziert, damit er nicht flatterte. Und damit habe ich ein super ruhiges Bild auf der Riesenleinwand. Hat es ein sehr stabiles Bild, aber hat es natürlich auch ein Filmbild, das vielfach größer war auf dem Film selber als in einem normalen 35 mm Kino. Nur mal so zum Größenverhältnis, ne? Wenn man das mal so sieht, was das für ein Filmbild ist. Das ist natürlich enorm. Jetzt haben wir das Problem, jetzt kommt also ein Film, der eine Stunde gedauert hat, der berühmte Dino-Film, eine Dreiviertelstunde, Stunde, eine Doku oder was auch immer. Das war ja so im Wesentlichen am Anfang die ganze Thematik IMAX. Ich sehe da vorne so einen kleinen Hubwagen. Ich vermute mal, wenn da die Kiste ankam, wo der Film drin war, hast du echt was heben müssen. Dafür war der Hubwagen, weil so ein Film gerne mal an die 100 Kilo gewogen hat oder 90 ungefähr. Das ist zum Beispiel 50 Minuten eines solchen Filmes hier. Aber auch nur ein Auge. Man sieht es ja hier auch, steht auch drauf, Right Eye, heißt das noch. Rechtes Auge. Genau, und fürs linke Auge war es nochmal das Gleiche. Das Ganze zu handeln war natürlich eine ganz andere Geschichte. Hast du ein Gefühl vom Gewicht her, oder so war? Hier würde ich sagen, mehr. Ich würde sagen, hier, also bestimmt 70, 80 Kilo, würde ich schon sagen, ja. Ja, deshalb waren die Filmvorführer meistens auch früher kräftige Jungs, ne? Naja, gut, oder sie hatten eben so einen Gabelstapler. Aber klar, das war früher auch bei Filmwechseln und so, war das eine ganz andere Geschichte. Da musste mehr körperlich gemacht werden. Ja, das ist natürlich heute nicht mehr so. Also, das ist ein schöner Blick mal in die Historie der IMAX-Kinos, um mal zu sehen, was das für ein Aufwand war. Und jetzt läuft das Ganze alles von der kleinen Festplatte. Richtig, ja. Das ist natürlich schon ein gewaltiger Unterschied. Ja, ja. Danke, dass wir das mal sehen konnten. Dann gehen wir mal weiter. Gut. Jetzt sind wir mal durch dieses kleine unterirdische Gebäude gegangen, an diversen Restaurants, die wir nachher auch noch mal gleich zeigen möchten, weil jetzt ist gleich in Kino 1 Vorstellung und wir haben jetzt hier gleich 11 Uhr. Genau. Wie gesagt, ab 10 Uhr geht es in manchen Kinos schon los. Genau. Um 11 Uhr ist die, und wir reden nicht von sonntags, wir reden von werktäglich jeden die Tag, ganze Woche eigentlich. Genau, Also es lohnt sich ins Programm reinzuschauen. Ja. Wie gesagt, für alle, die auf der Durchfahrt sind und sagen, weißt du was, heute Morgen hätte ich mal Lust aufs Kino, können wir mal eben spontan Stopp machen und mal reinschauen. Auf jeden Fall, ja. Jetzt sind wir auch schon direkt mal eben beim Online. Also ihr seid, du hast es erwähnt, sehr stark in dem Bereich des Online-Services. Ich sage ganz ehrlich, ich bin einer der Kinogänger, der sich tierisch ärgert, wenn es schon mit Stress beginnt, dass ich in der Schlange lange stehen muss, da fudeln sich drei Leute vorbei, ich stehe Schlange bei dem Popcorn und so weiter. Das ist für mich kein entspannter Abend, weil abends gehe ich meistens. Ja. Ihr habt hier einiges gemacht, was genau das alles mit mir nicht machen soll, diesen Stressmoment auslösen soll. Wir waren gestern Abend ja schon hier. Das heißt, ich konnte jetzt hier über mein Handy oder hätte auch von zu Hause aus nicht nur das Ticket buchen können mit der Reservierung, und richtig, zwar mit den Sitzauswahl, die jeweiligen Kinos, sondern ich hätte auch schon das Essen auswählen können. Das ist richtig, ja, genau.
Die Idee ist dahinter einfach, den auch schon das vor, alles vor dem Kinobesuch so entspannt wie möglich zu machen. Das heißt, wir erlauben dir das Ticket schon vorab zu kaufen. Du kannst also quasi, wenn du möchtest, auch direkt einfach in den Saal gehen. Du musst nirgendwo anstehen. Steht dann vorne einer, der kontrolliert? Wir haben ein elektronisches Kontrollsystem, wo wir jeden Saal auf die Belegung kontrollieren. Wie es genau funktioniert, ist so ein bisschen unser Geheimnis. Aber es heißt, da stand jetzt keiner da? Oder war das nur, weil du mit uns da reingegangen bist? Nee, da steht normalerweise keiner, außer es ist eine Altersverifizierung notwendig. Dann okay, machen wir das also natürlich schon. Also ich komme in den Saal hier rein, ja, ohne dass ich eigentlich wirklich gecheckt werde. Genau. Ich kann natürlich Pech haben, indem ich da jetzt, wenn ich mich da reinfuddeln würde, kommt dann nachher der wirkliche wahre Ticketbesitzer und sagt, hör mal, Junge, da sitze ich aber normalerweise. Das ist die eine Variante. Und das andere ist, dass wir das ja dann auch zählen, wie viele Leute im Saal sind. Okay, und dann also ziehen wir dich schon raus. Ja. Ja? Man sollte es nicht riskieren, weil es könnte ein bisschen unangenehm werden. Das heißt wirklich, die Idee ist, so angenehm wie möglich ins Kino zu gehen. So unser bestes Exempel ist natürlich, da sind da die Deluxe-Kinos, ne, die da das auf die Spitze treiben, wo dann quasi das bestellte Essen am Platz schon steht, wenn man in den Saal reinkommt. Hier ist es aber auch schon sehr angenehm, weil du kannst auch schon dein Popcorn vorab aussuchen. Dann gibt es hier diese Popcorn-Theke, die ist jetzt momentan natürlich nicht besetzt, ja, aber ich kann hier meine Bestellung dann einfach aktivieren, bekomme eine Abholnummer und kann mir das dann gleich nehmen, ohne lang anzustehen. Und das kann ich überall hier im Haus machen, egal an welcher Theke. Und was auch sehr cool war, nachdem wir uns dann also in Richtung unseres Sitzes begeben haben, da lag das Ticket, ja, und es liegt da schon die 3D-Brille. Ja, das heißt, genau, einer deiner fleißigen Helfer, Mitarbeiter, Kollegin und genau, so weiter, legt mir dann schon, wenn ich reserviert habe, auf meinen Sitzplatz alle nötigen Utensilien, genau, die ja, ich bräuchte. Genau, ja. Wir haben da so ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht. Also bis vor 2 Jahren musste man eigentlich auch jedes Ticket noch ausdrucken in Deutschland. Und dann haben wir gesagt, hopp, das machen wir und dann legen wir das den Leuten auch gleich hin, zusammen mit der 3D-Brille, was bei uns halt auch häufig der Fall ist, dass man die braucht. Und das ist so ein kleines Willkommen, da steht ja dann drauf, so ihr reservierter Sitzplatz. Das ist so ein kleiner zusätzlicher Service. Ja, und es wird eigentlich auch ganz gut aufgenommen von den Leuten. Was ich auch super bequem fand, ist, wir sind gerade vorbeigelaufen an Schließfächern. Ja. Und das sind nicht die für die Mitarbeiter, sondern die sind wirklich für die Besucher. Genau, ja, es ist noch so ein... Ja, ich kann jetzt meine Tasche, die ich immer vielleicht dabei war, weil genau, ich mit jemandem shoppen war oder am Weihnachtsmarkt war ich hier, genau, kann ich alles da, meine 3 Glühweinpullen, die ich mir mitgenommen habe, die kann ich kannst alles du alles, anstellen. Alkohol, alles Mögliche nehmen. Du kannst, im Prinzip kannst du alles unterbringen, was du möchtest. Ja, ja, das sind... Mit deiner Jacke, kann ich die auch irgendwo loswerden, je nachdem? Ja, Deluxe, also es gibt eine... Im Deluxe gibt es eine Garderobe, die kannst du auch so nutzen, dann kostet es allerdings, glaube ich, 1 Euro, wenn du das als normaler Gast machst. Da gibt es genügend Möglichkeiten, das halt so ein bisschen... Es geht darum, einfach so diesen gesamten Besuch ein bisschen bequemer zu machen. Und ich glaube auch, dass, was viele Leute so ein bisschen stresst, ist dieses Anstehen oder reserviertes Ticket abholen, eine halbe Stunde vorher, ja, total, da sein, Parkplatz finden. Drauf. Ich will eigentlich einen Film gucken und mich nicht vorher eine halbe Stunde lang, ja, beschäftigen, genau, mit dem Ganzen. Und da versuchen wir halt online dem Ganzen ein bisschen entgegenzuwirken und die Leute auch zu informieren, was auch ein großer Teil ist, zu informieren, was kommt als nächstes. Wir haben auch so eine Art Ticket-Alarm, wenn du sagst, auch ich möchte den neuen Jurassic World sehen, informiere mich, wenn es da Tickets gibt. Und naja, halt allerhand zu Services, die jetzt andere Branchen sicherlich auch schon machen, aber wir versuchen das eben alles ein bisschen zu vereinen und ja, dann guten Service auch schon vor dem Kinobesuch zu liefern. Naja, es hört sich nach einem wirklich geschlossenen Konzept an. Also ich sag mal, einen Garderobenständer irgendwo hinzustellen, ist das eine, aber das ist dann eben nur ein Teil. Ihr macht das eben wirklich von Anfang bis Ende, so höre ich das so langsam raus. Und das ist natürlich schon die Sache, weil ich ärgere mich nun wirklich, wenn ich meine 2 Taschen noch in der Hand habe, ja, ja, aus der Stadt mal spontan überlege und das habt ihr überlegt, dann habe ich auch was zu machen. Ja, theoretisch, genau, könntest du ja auch im Restaurant einen Platz reservieren zum Beispiel, wenn du das mit integrieren möchtest in deinen Abend. All das ist möglich, ja. Dann lass uns nachher mal über das Thema Preise reden. Wir gehen ja jetzt erstmal in das Kino rein, weil genau, es geht gleich mit der Vorführung los. Ihr habt natürlich da schon ein ziemliches Risiko. Ne? Also wenn jetzt draußen, sage ich mal, schönes Wetter und Co. ist, dann ist natürlich ja morgens um 10, 11 Uhr nicht unbedingt jetzt hier der Kinosaal riesig besucht. Nee. Jetzt sind wir heute zu einer unchristlichen Zeit, in Anführungsstrichen fast da, es ist Montag. Ja. Kinosaal ist ja überschaubar von der Auswahl. Also wenn ihr mal vielleicht einen Kinoplatz ganz alleine haben wollt, montags morgen 10 Uhr, könnte es eventuell schon mal sein. Könnte es kann auch sein, dass da schon mal eine Klasse drin ist. Könnte man Glück haben, genau. Könnte oder man Glück haben. Oder man ja. Weil er lässt jetzt hier gleich 2 Sony Laser, wir gehen einfach mal rückwärts hier in das dunkle Loch, hier lässt genau jetzt nämlich 2 Sony Laser Projektoren. Habe ich hier eine Tür? Ach ne, da ist ein Tisch, genau.
das ist ja nur eine irre Geschichte. Also ja. Sony ist relativ spät mit Lasertechnologie auf den Markt gekommen. Fürs Heimkino sowieso, aber auch fürs große Kino muss man fast schon parallel sagen. Ja, ja. Weil Sony hat im Laserbereich, weiß ich jetzt wiederum, seit glaube 3 Jahren Präsentationsbeamer. Mhm. 50.000 Dinger haben sie verkauft, also sehr viel Erfahrung eigentlich auf dem Gebiet. Aber bei dem Kino professionell haben die schon Anforderungen gehabt oder Ansprüche gehabt, die sie bis dato mit den vorhandenen Technologien nicht so als erfüllt gesehen haben. Ne? Also was würdest du sagen? Es ist allgemein so, dass Laser schon immer noch so ein bisschen in den Kinderschuhen ist. Also man hat es noch nicht in jedem Kino. Letztendlich geht es ja darum, die konventionellen Lichtquellen, und das ist im Kino immer noch hauptsächlich, sind das Xenonlampen, zu ersetzen, um dann einfach was Dauerhafteres, Konstanteres zu haben, später mal auch höhere Farbräume und so zu erreichen. Ja, und bisher war der Kosten-Nutzen-Faktor einfach noch nicht so stark. Und die Technik geht da ja natürlich auch immer weiter, aber jetzt ist man so langsam bei einem Bereich, wo man sagt, okay, man kriegt jetzt mit einem Laserprojektor auch wirklich ein besseres Bild hin auf der Leinwand, weil es macht ja nichts, es ist ja nicht so sinnvoll, nur die Lichtquelle zu ersetzen und dann das, was vorne rauskommt, ist ähnlich oder gleich, sondern man kann jetzt auch ein schönes Bild irgendwie auch auf die Leinwand bringen. Die haben jetzt, glaube ich, 10.000:1 Kontrast, was für einen Kinoprojektor schon wirklich eher hoch ist. Nativ heißt Nativen, das. Ja. Wir reden nicht über irgendwelche Tricksereien. Es gibt auch kein, sowas gibt es im Kino. Das habt ihr alles nicht. Ihr habt wirklich den Unterschied zwischen Schwarz und Weiß von bis zu 10.000:1. Genau. DLP ist mir soweit bekannt, war mal irgendwann um die 3 bis 4, wenn es hochkommt. Ne? Also DLP ist so typisch zwischen 2, 2,5 gibt es so ein paar Laserprojektoren. Aber es gibt aber inzwischen auch Laserprojektoren, DLP-Projektoren, die 6.000:1 Kontrast und mehr haben. Da wird sicherlich auch noch mehr kommen. Dolby Cinema hat ja noch einen viel höheren Kontrast. Also da tut sich jetzt momentan viel. Das ist jetzt halt momentan so der Stand der Dinge. Ich denke, dass die anderen Hersteller da genauso nachziehen werden, denn auch dieses ganze Thema höherer Kontrast, HDR, kommt ja so langsam ins Kino dann auch mal. Halt nochmal fest, Laserprojektor, also für euch mehr Helligkeit, längere anhaltende Helligkeit, auch diese berühmten 20.000 so im Raum stehen, oder was sind das für Zahlen, so, die ihr so wir rechnen, also wir haben so 30.000 mit 80% Leistung, dann am Ende ist das, was offiziell angesagt wird. Okay. Mal gucken, was wir so wirklich erreichen. Bei uns ist tatsächlich so, dass wir auch teilweise auch mit deutlich weniger als 80% Laserleistung fahren können, das heißt, wir müssen halt mal gucken. Also es ist jetzt noch sehr früh zu sagen, das Ding steht jetzt seit Star Wars hier, also seit guten, knapp 4 Wochen, sagen wir mal, oder guten 4 Wochen. Das würden wir jetzt sehen. Also da ist jetzt noch nichts absehbar. Ihr habt ja nicht nur einen, ihr habt auch wiederum 2 genommen, damit wir unser 3D, linkes Auge, rechtes Auge, was wir gestern hier mit Jumanji gesehen haben. Richtig. Wirklich ein toller Film, muss ich echt sagen. Tolles Ding, hat mir gut gefallen, hat echt Spaß gemacht, freue mich also wirklich drauf. Und war mit Dolby Atmos Ton in dem Fall, ist ja nämlich hier auch im Kino 1 hier, Dolby Atmos. Und das hast du ja vorhin so nebenbei erwähnt, dass ihr dieses besondere Dolby Atmos in dem großen Saal doch noch eingebaut habt. Ihr wart generell ziemlich weit vorne, weil ihr wart die Ersten in Deutschland, ne? Wir waren die Ersten, die den Dolby Atmos Saal eröffnet haben in Deutschland. Das war mit zum Hobbit Teil 1. Mhm. Das war Ende 2012, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und inzwischen haben wir doch schon einige Dolby Atmos Säle. Ich glaube, 12 Stück sind es inzwischen. Das heißt, meistens, wenn du hier bei uns ins Kino gehst, wirst du den Film in Dolby Atmos sehen. Wir denken, dass das eigentlich ganz wichtig ist, dass Ton lange Zeit auch ein bisschen vernachlässigt wurde in den Kinos, und da geben wir seit einiger Zeit ganz gut Gas und freuen uns aber auch über eine sehr positive Publikumsresonanz. Ja, Ton war gestern gut, muss ich echt sagen. Ihr habt die Lautsprecher auch interessanterweise so ein bisschen im Halbkreis angeordnet. Können wir uns gleich noch mal ein bisschen anschauen. Das ist also das Kino 1 hier. Ich muss fairerweise sagen, ich fand, das ist ja ein Riesenkino. Ja. Also für Leute, die gerne ein großes Bild haben wollen, würde ich immer so auf definitiv Mitte machen, von der Sitzentfernung her. Dann hast du wirklich schön die gesamte, sagen wir hier so, deinen Augenbereich hier so abgedeckt hier. Ne? Das war also schon sehr cool. Ja, und dann haben wir uns dann hier hingesetzt und dann war das Ticket schon da. Ihr habt hier auch so Love Seats, ne? Je nachdem. Genau, hattet ihr auch ein Love Seat? Nein, wir hatten kein Love Seat. Also ich bin aber drüber hinweggekommen. Also das hat funktioniert soweit. Wunderbar. Der Film, nein, das war alles super. Auch die Sitzfreiheit und so weiter, das hat alles gut gepasst. Und wir können ja nochmal gucken. So eine Dolby Atmos Installation sieht also so aus, dass ihr jetzt hier an der Seite, was sind das, JBL-Lautsprecher, was habt ihr hier? Hier ist JBL. JBL, ne? Genau, richtig. Und dann haben wir hier oben die ganze Reihe an Lautsprechern und die drehen sich so ein bisschen nachher rein. Das heißt, ich habe dann nachher von hinten so ein bisschen den oberen Klang in zwei Reihen. Dann habt ihr hier noch sogar so Sensoren, weil ich
hatte die gestern Abend gesehen, was ist das denn für ein Ding? Das ist, ja, ist genau. Das, was machen die? Das ist unser, das ist ein Luftqualitätsfühler, ja. Und auch Temperatursensor. Ja. Der ist jetzt in unserem Fall, weil unsere Luftzirkulation, bei uns ist tatsächlich, wir belüften von unten, also ja. wir haben eine Druckkammer, das ja. heißt, von unten kommt die Luft ja. und wird dann hinten abgesaugt, deswegen ist das ein ganz guter Ort, wo man dann sieht, die Luft, bevor sie dann abgesaugt wird, welche Qualität hat sie so, das ist dann halt ein sehr akkurater Wert. Letztendlich die hauptsächliche Lüftungssteuerung machen wir tatsächlich aber auch über Belegung. Das heißt, wir gucken, wie viele Leute sind im Saal. Ja, hat auch irgendwo gezogen oder so. Das muss man sagen, man hört auch nichts. Nee, das ist tatsächlich ein Vorteil von diesem Druckkammernsystem, ja. dass es nicht super zieht, nice, weil sich das halt sehr gut verteilt auf den ganzen Saal. Ja. Okay, alles klar. Leinwand ist, was für eine Breite habt ihr ungefähr hier? Also hier haben wir so knapp 17 Meter in Scope. Die meisten Leinwände in unseren normalen Multiplex-Sälen, so wie hier, sind auf Scope breit sozusagen. Genau, das ist so die Breite. Und ihr maskiert? Wir maskieren, ja. Ihr schaltet nicht die Motoren aus wegen Wartungskosten, Einsparungen und sowas, was wir ja schon in der Branche gesehen haben. Muss es nicht kommentieren. Aber ihr macht wirklich immer schön den Vorhang so, wie das entsprechende Bildformat sein müsste. Genau, ja. Also das, wir haben auch eher ein klassisches Kinodesign, möchte ich sagen. So mit den Wandlampen, wie man es hier so ein bisschen sieht, gekrümmte Sitzreihen und so. Und kombinieren das halt mit moderner Technik. Moderne Technik, ein gutes Stichwort, weil Einblick möchte ich mal gerne auf die Laser werfen. Klar. Die sehen wahrscheinlich genauso aus wie die anderen Dinger. Bisschen größer, aber schwarze Kisten, genau. Aber wir können gerne mal drauf gucken. Lass uns mal einen Blick drauf werfen. Genau. Super. Ja, gar kein Bild. 150 würde ich sagen. So, obwohl schön gekühlt hier, weil das ist ja typisch für alle Vorführräume. Man muss eine gute Kühlung haben. Genau. Will ich nicht unbedingt ewig hier aushalten wollen. Hier stehen die beiden Prachtexemplare. Bevor wir mal kurz mal eben uns die Dinge anschauen, da ist das Bedienpult. Was muss man ungefähr dafür rechnen, wenn man sich jetzt für die Technologie entscheidet? Also wenn man sich jetzt speziell für Laser entscheidet oder für so eine Laser-Doppelprojektion, dann wird man so an die 145.000 Euro pro Installation hinlegen. Netto? Ja. Klar, bei euch ist immer netto, ne? Alles netto, ja. Also netto. Also wer so ein gutes Prachtexemplar haben will, das reicht ja auch vielleicht schon einer, wer so bei guten 70.000 dabei, netto. Und man sollte einen separaten Raum haben, weil der natürlich gekühlt werden muss und auch eine Menge Lärm an sich produziert. Wir merken es gerade im Hintergrund, dass es ja schon ganz gut abgeht. Gut, die beiden also jetzt parallel geschlossen. Wir haben jetzt mal ein paar Bilder gezeigt, was für eine Technik da vorne ist. Das sind Polarisationsfilter. Sehe ich das richtig, der Annahme, wenn es 3D? Genau, das sind spezielle Polarisationsfilter, die jetzt auch speziell sind für diese Projektoren, aber genau, ist ganz normale Polarisationstechnik. Ja. Okay, alles wird zentral gesteuert von einem, sag mal, Steuerpult mehr oder weniger. Da kann man alle Kinos mehr oder weniger sehen, aber man könnte es auch individuell hier vorne machen. Du kannst auch an jedem Projektor selber natürlich auch noch ein bisschen was machen. Generell ist allerdings alles zentral gesteuert. Also man kann hier auch Touchpanel, einzelne Geschichten machen, Automatisierungen für den Saal machen. Generell ist der Spielablauf aber so komplex und es sind so viele verschiedene Shows, dass man das eigentlich alles automatisch erstellen lässt. Ja. Okay, dann komm, lass uns mal rausgehen, weil wir gehen jetzt hier nämlich nochmal an einem großen Schrank vorbei. Da ist die ganze Audiotechnik drin und diese Audiotechnik, die wir hier haben, die befeuert jetzt die gesamten Dolby Atmos Lautsprechersysteme. Genau. Da und da haben wir das Ganze. Genau, richtig. Also wir haben hier, das ist unser zweites Dolby Atmos System. Das ist tatsächlich auch ein sehr mächtiges mit unzähligen Endstufen. Ich glaube, dass wir hier insgesamt 67 Kanäle haben, dadurch, dass wir auch 3D-Systeme vorne haben und so. Also das ist eigentlich von den Kanälen her ja so fast Maximalausbau, der so geht für Atmos. Also ich habe mich wohl gefühlt. Ich habe jetzt auch nicht so richtig erkennen können, was jetzt alles von oben gestern kam bei dem Film oder nicht. Das kommt aber es war ein Rundumklang, ja. Und ich habe ein paar neue Trailer gesehen, die kannte ich auch noch nicht. Die sind natürlich immer beeindruckend, solche Trailer, das kann man auch nur sagen. Das zeigt natürlich. Das war natürlich schon cool. Aber es war eine coole Stimmung im Kino. Die Jungs und Mädels, die da mit mir geguckt haben, die waren auch alle ziemlich friedlich. Und das war so ein schöner Abend, gar keine Frage. Ja, schick. Okay, komm, jetzt wird trotz Kühlanlage hier, ist schon lecker warm hier, ne? Was habt ihr hier so? 20, 25 Grad? So ja, hier wird schon, also so 28 Grad haben wir so jetzt mit den Lasern im Betrieb. Wir versuchen da immer noch ein bisschen mehr runterzukommen. Aber ja, letztendlich wird es auch sein, dass wir diese Chiller hier aus dem Vorführraum rauskriegen wollen, um diese, ja, eine der größten Hitzequellen hier dann noch zu entfernen. Arbeiten die mit Wasserkühlung oder so? Oder was? Genau, die kühlen die Laserprojektoren mit Wasser, schauen immer, dass Wasser auf 25 Grad gekühlt wird und mit einem relativ hohen Durchlauf werden damit die Laser bzw. die Laserprojektoren gekühlt. Und
letztendlich könnten diese Chiller aber auch ein bisschen weiter wegstehen. Wichtig ist nur, dass das Wasser immer in dem Laser ankommt und halt konstant ankommt. Gut. Gut. Mein lieber Scholli, mein lieber Benjamin, wir sind jetzt hier in eurem Deluxe-Kino. Ja, genau. Gestern Abend durfte ich mal einen Blick reinwerfen. Das war ziemlich gut besucht. Ja. Auch alle Altersklassen. Was ich ja sehr cool finde, war, ich habe manchmal das Gefühl, so bei manchen Kinos sehe ich eigentlich kein Volk mehr, was irgendwie über 40 ist, was eigentlich sehr schade ist, weil Filme gibt es ja für die auch. Ja. Das sieht bei euch ein bisschen anders aus, weil ihr auch etwas individuellere Angebote habt. Und das ist ja hier eins, also wirklich mit das luxuriöseste Angebot, wenn es um das Thema Filmvergnügen geht. Genau, also ich meine, das ist ja alleine durchs Programm allgemein, haben wir ja so um die 50 Filme hier jede Woche, unterschiedliche Filme. Da hast du natürlich schon ein breites Angebot und ein breites Zielpublikum. Und hier jetzt im Besonderen, wir haben ja 4 von solchen Sälen, ist es eben auch nochmal ein zusätzliches Angebot, ein bisschen anderes Kino zu bieten. Kino, das so ja, halt nochmal ein Stück bequemer ist und ja, wie andere Säle auch, aber natürlich mit guter Technik. Ihr habt das Ganze hier Deluxe genannt, Premium-Kino. Du hast gerade gesagt 4. Sind das 4 gleiche Säle oder wie sieht die Aufteilung aus? Weil das ist ja ein wirklich verdammt großer Saal. Also es gibt 2 Säle, die ungefähr so groß sind wie dieser, in dem wir jetzt sitzen. Und dann gibt es nochmal 2 kleinere Säle. Genau, und die bespielen wir dann unterschiedlich mit unterschiedlichen Filmen. Da haben wir ein relativ breites Programm jede Woche. Wie viele von diesen Luxussesseln sind hier drin? Hier sind jetzt 120. Und ich sehe auch, dass manche haben eine Mittellehne, manche haben keine, genau, die wegklappbar ist. Genau, richtig. Wenn so ein Love-Seat, genau, wie viel Liebe da ist, wird das Ding hoch oder runter geklappt. Genau, richtig. Wenn es gut läuft, wird es hochgeklappt. Ja, genau. Wenn es nicht so gut läuft, dann... Ja, ja. Und dann habe ich hier den hier, dann habe ich einen Schalter hier. Da kann ich ja nochmal, weil ich habe ja eine Beinfreiheit bis unendlich. Genau. Da kann er selbst hier Dirk Nowitzki ohne Probleme sitzen, ohne dass er mit seinen Füßen des Vorgängers krault. Genau, es ist ja so, dass gerade auch während dem Vorprogramm dann hier auch unsere Mitarbeiter durchgehen und Service leisten. Und deswegen braucht man natürlich auch ein bisschen Platz, damit die auch noch gut durchkommen. Aber im Prinzip, es soll halt sehr großzügig sein. Es soll ein entspanntes Kinoerlebnis bieten. Das ist die grundsätzliche Idee. Jetzt weiß ich ja, dass es hier Menschen gibt, die sagen, ja Gott, aber ich will ja nicht, dass jetzt dauernd, während ich Filme gucke, hier irgend so ein Kellner, Kellnerin hier rumläuft. Ja. Das passiert hier aber nicht, ne? Nee, das ist nur während dem Vorprogramm. Also die Idealgeschichte ist sowieso, man bestellt sich das schon vorher, man könnte sich das auch schon online bestellen, dass man das eben hier schon direkt am Platz hat. Ansonsten kann man auch noch während dem Vorprogramm was bestellen. Dann aber zum Hauptfilm ist Licht dunkel und volle Konzentration auf den Film. Also hier könnte ich eine halbe Stunde wirklich vorher kommen oder dann den Werbeblock natürlich auch noch hier gut verbringen. Klar. Also hier lohnt sich schon vor der Werbung zu kommen, weil man dann in Ruhe nämlich hier seine Kleinigkeiten vorher bekommt, auswählt genau, oder auch dann futtern kann. Oder schon an der Theke, wenn man hier reinkommt, bei der Garderobe oben kann man auch schon sich aussuchen, was man möchte. Da gibt es dann auch diese Karte und dann kann man eben gucken, was möchte man. Und dann, wenn man hier unten ist, steht das meistens schon am Platz. Okay, also jetzt komme ich hier an, da kann ich also Wein Prosecco hier bekommen, Champagner kann ich bekommen, ich kriege hier, was ist das hier, 3xZ, Zisch Edelpilz, ist ja, das hier aus der Gegend? Genau, das ist wunderbar. Aus der Gegend, richtig. So 3,50 Euro, 0,33, würde ich sagen, ist ja okay soweit für diese Verhältnismäßigkeiten. Ne? Dann haben wir hier Hefeweizen, eine halbe Pulle, also ein halber Liter, 0,50, 3,70. Ja. Bio-Limonade, Cocktails kann ich auch kriegen. Ja, genau. Sex on the Beach, gibt es auch zur Not, Mai Tai und das alles haben wir auch. Und dann haben wir ein paar Speisen, Käsevariationen, Serrano-Schinken, Oliven. Ja. Was ist denn Pant con Salas? Nee, con salsas. Genau, ja, das ist einfach Rot so. Rot mit 3 Dips. Genau, okay. Richtig so. Popcorn, Tapas. Nachos, Wasabi, Cashew, Eis. Hier gibt es endlich wieder mal Eis. Also ich bin ja doch ein großer Eisfan mehr als Popcorn. Aber hier wird ja kaum noch das Eis im Vorfeld. Popcorn, paar Pakete. Also alles ziemlich überschaubar, auch schöne kleine Snacks und ja. Coole Nummer. Und das ist alles schon im Vorfeld auch wiederum zu organisieren, zu reservieren. Ich muss nicht lange warten, bis jetzt wenn hier der Oberkellner kommt. Ihr habt wahrscheinlich auch mehrere Leute, die hier arbeiten. Ja, ja, klar. Wir haben natürlich immer Leute, die dann rotieren pro Saal sozusagen. Wir gucken, starten das natürlich entsprechend gestaffelt. Okay, ich habe ja vorhin gesagt, wir wollen noch mal über Preise reden. Mhm. Tu Gutes und sprich drüber. Selbstbewusstsein könnt ihr ja auch, weil ihr bietet eine Menge Qualität. Ja. Wo sind wir denn so preislich angeordnet? Was gibt es von bis? Also von bis Samstagabend normaler 2D-Film sind 9,50 Euro. Hier für Kleinkinder oder was? Für ganz normale. Normaler Preis? Ganz normaler Basispreis jetzt für einen 2D-Film.
Dann gibt es bei uns die häufigsten Zuschläge, würde ich sagen, sind 3D und Dolby Atmos. Ja. Da sind wir bei beiden zusammen 2,50 Euro mehr. Also sagen wir mal, der Samstagabend schlägt so für einen 3D-Film in Atmos mit 12 Euro zu Buche in den normalen Kinosaal. Hier allerdings haben wir einen Aufpreis von 6 Euro für dieses Kino jetzt. Also da ist man dann schon gerne mal bei 18 Euro für einen 3D-Film. Stopp. 18 Euro ist ja für den Sessel hier schon sportlich, aber kriege ich noch irgendwas? Oder wie war das? Kriege ich irgendwie einen Grüßungstrunk oder kriege ich schon... Also ein bisschen was kriegst du noch, und zwar darfst du gerne auch dann deine Garderobe hier abgeben. Mhm. Gerade im Winter ist das natürlich super praktisch. Mhm. Wir haben noch so einen Welcome-Drink, genau. Der ist schon im Preis drin. Der ist dann im Preis mit drin. Dann geht's ja wieder. Und letztendlich geht es ja darum, auch wirklich so diesen Platz hier auch zu schaffen. Man muss auch sagen, hier in dem Saal waren halt vorher über 300 Plätze und jetzt sind es nur noch 120. Das heißt, wir haben natürlich schon wahnsinnig reduziert im Vergleich zur normalen Bestuhlung. Da war es irgendwo klar, dass das auch ein bisschen mehr kosten muss. Ich gucke gerade so Richtung Himmel. Ich habe auch Dolby Atmos hier drin. Genau. Ich habe eine große, große Leinwand. Ja. Ja, komm, für ein Verhältnis ist das Ding schon ziemlich groß. Genau, also es ist ein schönes, sehr groß, schönes, ne? schönes Leinwand-Saal-Verhältnis. Was hast du ungefähr 15 Meter? 14,5 Meter, glaube ich. Ja, gut heute. Oh Mann. Decke da, was haben wir für einen Beamer drin? 4K? Hier sind auch wieder zwei Sony-Projektoren drin. Jetzt keine Laser, aber zweimal 4K Doppelprojektionen für 2D und 3D. Ja. Wie wir das auch schon in 9 Sälen mittlerweile haben. Also eigentlich ein Rundum-Paket, wirklich cool. Technik, Sitze, alles ziemlich cool. Die Sitze, die sind sehr speziell hier. Sind das Sitze, die ihr euch ausgedacht habt oder kann man die kaufen? Oder, weil das ist ja schon ein toller Look hier mit dem Leder und dem Ganzen hier. Also die Sitze jetzt in der Form sind tatsächlich für uns gebaut worden hier, von unserem lokalen Schreiner sozusagen, komplett nach unseren Wünschen. Gibt aber diverse Hersteller. Wir haben uns halt auch ein bisschen mehr Mühe gegeben. Wir haben so eine leichte Vertäfelung dazwischen, diese Lampen dazwischen. Also wir wollten das halt wirklich zu einem besonderen Kinosaal machen. Die Lampen gehen aber nachher aus, ne? Die Lampen gehen aus. Ja, schön. Fantastisch, echt klasse, toll. Dann kamen 4 weitere Kinos in Nürnberg und der Region dazu. Und sie hatten eine Zeit lang auch das Cinemobil, das ein Wanderkino war. Das ist dann aber abgebrannt. Ach nee. Doch. Wie kann man das vorstellen? War ein Zelt, Projektor drin? Nee, das war ein LKW mit einer ausfahrbaren Leinwand. Ja? Ja. Das heißt, ich saß im LKW drin? Also ich kenne das Teil nicht mehr. Mhm. Das ist vor meiner Zeit abgebrannt. Mhm. Aber man saß außen, soweit ich weiß, und hat quasi im LKW war die Technik und die Leinwand quasi am LKW befestigt. Da würde ich sagen, das zieht sich ja wie ein roter Faden, diese verrückten Ideen, die dann auch wirklich umgesetzt worden sind, ne? Oder? Definitiv. Ja, weil das ist ja, wir sind jetzt hier nun wirklich 3 Stunden jetzt hier am Durchlaufen. Und ich glaube, ich habe ja noch wirklich nur gerade mal ein Zehntel von dem ganzen Gebäude hier gesehen. Ich muss ja ein bisschen Orientierungssinn haben, wobei ich weiß ja so, worauf ich achten muss. Schilder sind ja überall, ich sehe ja, wo die Kinos und so weiter alle sind. Ich kann mir das vorher alles anschauen. Was machst du hier in dem Familienkomplexsystem hier, wie auch immer? Wo hast du deine Aufgabe gefunden? Also, ich bin jetzt seit fast 4 Jahren in der Geschäftsführung mit tätig, habe davor Gastronomieleitung gemacht, dann 2 Jahre Eventmanagement und unsere Inhouse-Medien betreut. Und jetzt ist mein Fokus auch nach wie vor auf der Gastronomie und Event für Kunden, also Firmen-Events und Marketing ein bisschen. Und so teilen wir uns das auf. Mein Vater macht das ganze Technische und ich eben mehr so das Personal, Kunden etc. Wie viele Restaurants habt ihr hier? Oder wie viele? Ja, doch, Restaurants, würde ich mal sagen. Ne? Ist ja schon wirklich verschiedene Schwerpunkte sind hier. 4 Stilrichtungen in 3 Restaurants. Kannst du mir kurz die Stilrichtung sagen? Italienisch, American Diner mit Burgern, Tex-Mex und auch original mexikanischem Essen, asiatisch und Tapas. Jetzt habe ich gesehen, da hinten sitzen schon Geschäftsleute. Ich glaube nicht, dass die sich heute einen Film angucken. Das heißt, hier kommen auch wirklich Leute rein. Wir sind ja hier ziemlich zentral in der Stadt, um dann hier einfach mal schön mal was zu essen. Eine nette Atmosphäre. Die Trattoria ist sehr beliebt zum Mittagessen bei Geschäftskunden aus der Umgebung. Was macht für dich denn jetzt diesen Kinobesuch dann aus? Also wenn ich habe ja gehört, ihr könnt mir schon einiges zu Hause mehr oder weniger vor die Füße legen. Ich kann ein Ticket holen, ich kann meine Popcorn bestellen, all die Sachen sind da. Also meine Stressmomente, meine persönlichen, dürften hier so gut wie nicht vorhanden sein.
ne, oder auftreten. Und das ist beim Essen ähnlich. Ich kann hier auch schon was vorbestellen, kann ich auch schon Tische bestellen. Gibt es solche Möglichkeiten oder wird daran gearbeitet? Wie sieht das aus? Also man kann online über Open Table oder über unsere Webseite Tische reservieren in allen Restaurants. Man kann allerdings noch nicht online sein Essen bestellen. Okay, aber den Tisch oder sowas in die Richtung geht dann schon? Das geht schon, ja klar. Oder auch telefonisch, das ist ja schon immer machbar. Haben wir eine Möglichkeit hier bei der Vielzahl von Kinosälen beispielsweise einfach für ein Event zu sagen, ich will mal den Kinosaal für mich alleine haben? Man kann jeden Kinosaal privat oder als Firma anmieten. Es gibt unser Studio-Kino mit 32 Plätzen, das wird gerne genutzt, zum Beispiel um PlayStation zu spielen oder Hochzeitsanträge zu machen oder Überraschungsvideos in irgendeiner Form, Urlaubsbilder zeigen, keine Ahnung, was die Leute sich so einfallen lassen. Wie hieß der Kinosaal? Studio Kino 1, also, der kleinste Kinosaal. Studio Kino? 1. 1. Studio Kino 1. Wenn man also vom Freund eingeladen wird, einen Film zu gucken, Studio Kino 1, seid vorsichtig, wer weiß, wo wir einen Heiratsantrag. Es gibt auch in normalen Vorstellungen Heiratsanträge. Vor 500 Leuten. Vor 500 Leuten. Ihr müsst euch aber sehr sicher sein. Wenn man das möchte. Okay. Wo siehst du so die Zukunft des Kinos? Kino ist natürlich sehr im Gespräch. Wir sehen uns sogar morgen wahrscheinlich auf so einer Veranstaltung, wo über die Thematik Kino, Kinomarkt, Kinotechnik, die Zukunft des Kinos. Es gibt viele Einflussfaktoren von außen. Brauche ich euch nicht erzählen, kennt ihr selber. Ihr habt hier beispielsweise, wie ich finde, schon beeindruckend, dass ihr um 10 Uhr hier auch schon alle Säle aufmacht. Das finde ich ja schon ziemlich cool. Ja. Da sind ja auch gewisse Risiken bei, wenn ich jetzt hier so einen Saal unter Strom habe und habe dann nur eine Person da drin sitzen. Aber ihr versucht ja schon, euch auch dem Ganzen ein bisschen anzupassen, dem veränderten Verhalten. Ne? Wo seht ihr so die wichtigsten Herausforderungen? Oder was wollt ihr in Zukunft vielleicht noch anders machen? Also, viele fragen auf einmal. Ja, sagen wir mal so, unser Fokus liegt ja stark auf der Technik und dem Komfort mit unseren Deluxe-Kinos, neueste Technik, Dolby Atmos überall drinnen. Da bleibt der Fokus auch. Schauen wir mal, was so kommt in den nächsten Jahren. Wir haben ja auch Laserprojektoren in zwei Sälen, Cinemarken um die Vierfachprojektion und genau, also dieser Technikfokus und dann, denke ich, ist der Komfortfokus wie in unseren Deluxe-Kinos mehr, das Ganze mehr wie ein Event aufzustellen. Nicht einfach nur den Stressfaktor Kino, also erst Schlange an der Kasse, dann Schlange an der Popcorn-Theke, dann im engen Saal sitzen und die ganze Zeit tritt einer rein, sondern wirklich einen gemütlichen, entspannten Kinobesuch zu haben. Und dann natürlich Sonderveranstaltungen, sei es ein 50 Shades of Grey Premieren-Event mit Friseur und Prosecco, einem Friseur und Make-up-Artist und Models und was halt so zu 50 Shades of Grey dazugehört. Seid ihr gerade in der heißen Phase von der Planung, ja? Weil nächsten Monat ist es, glaube ich, soweit, ne? In 3 Wochen, 4 Wochen. Ja. Oder Special, also Alternative Content, Opern spielen ja da eine große Rolle, Sportfilme, keine Ahnung, auf Musikfilme, Live-Übertragungen kommen vielleicht auch mal wieder. Ja, schlussendlich, der Erfolg gibt euch recht. Also ich sag mal, ihr seid sehr, sehr erfolgreich. Ja. Die Zahlen sind ja wirklich cool, auch wenn das ein schwieriges Kinojahr war. Letztes Jahr war nicht so doll das Kinojahr, das ist ja wiederum das Problem. Auf die Filme habt ihr keinen Einfluss. Nee. Noch nicht. Gibt es irgendeinen Lieblingsfilm? So, was fällt dir so ein? Das ist natürlich auch mal eine Frage. Was habt ihr wohl für gerne für einen Lieblingsfilm? Ich kann mir vorstellen, wird der eine oder andere mal letztes fragen. Jahr oder generell oder letztes Jahr? Generell ist ganz schwierig, weil mir gefällt eine große Anzahl an Filmen. Ja, ich mag zum Beispiel die Marvel-Filme total gerne. Echt? Mir hat der ganze Comics, die Klopperei da und so? Ja, okay. Also gibt bessere und schlechtere. Ja. Ich habe jetzt erst Wonder Woman angeguckt. Aber der soll der bessere sein. Den fand ich ganz gut. Ja. Dann Arthouse-Filme so in die Richtung Frieda. Wir haben I, Tonya gesehen, der kommt ins Kino, den fand ich gut. Schauen wir mal, ob der in Deutschland ein Publikum findet, aber er war gut. Du kannst ja ein paar Sachen schon vorher sehen, ne? Das ist ja schon ganz cool. Ne? Ja. Also bist du schon mal in Cannes gewesen? Oder vor 30 Jahren? Nee, da haben meine Eltern Urlaub gemacht oder wie? Nee, die waren am Festival, meine Tante hat auf mich aufgepasst. Hast du aber nichts mitbekommen? Ich habe nichts mitbekommen. Nein, okay. Berlinale war ich, aber in Cannes war ich noch nicht. Ja, ich habe ein Problem jetzt, glaube ich. Ja. 457 Kilometer von Karst nach Nürnberg. Das ist schon ein Stück, da mal eben für einen Film gucken. Ne? Aber es lohnt sich. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, so ein Konzept eventuell allein oder mit jemand anderes noch mal in einem anderen Teil von Deutschland? Deutschland ist ja groß. Ja? Wir haben so 18 Millionen Einwohner im Umkreis von Karst. Das ist schon ein Markt. Ja. Und sowas hier ist ja wirklich außergewöhnlich. In der Art absolut einzigartig. Ne? Kann man so sagen. Also ich müsste nicht sagen, ich würde sagen, das ist so. Ja.
Genau. Aber nee, wir wollen, wir konzentrieren uns hier und wir haben jetzt in Erlangen ja was Kleines aufgemacht. Also wir konzentrieren uns auf die Region, aber wir wollen nicht expandieren in Deutschland. Schön. Okay, ich würde sagen, da belassen wir es bei. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Wir haben echt lange gebraucht. Also ich habe lange gebraucht, leider, weil das sind eben 457 Kilometer. Sich mal eben so spontan ins Auto zu setzen, ist dann auch nicht immer so leicht. Deshalb bitte etwas nachsehen, dass es eben etwas lange gedauert hat. Aber ihr habt recht gehabt. Viele haben mich ja angerufen oder auch angemeldet und gesagt, ey, ihr müsst nach Nürnberg fahren. Wenn ihr über Kinos berichtet, dann müsst ihr das gesehen haben. Und jawohl, es hat alles gestimmt und es war noch ein bisschen mehr, was uns hier überrascht hat, beziehungsweise was wir hier gesehen haben. Ich würde sagen, der Benjamin kommt mal eben noch mal dazu. Denn ich habe euch noch eine Kleinigkeit mitgebracht. Ich weiß, es ist nicht kühl hier und es ist immer gemütlich hier, aber das ist die berühmte Grobi-Decke. Dahin habe ich noch eine, also eine für dich habe ich hier. Danke schön. Die berühmte Grobi-Decke mit den ich weiß, ich gucke ganz überrascht, die hat nämlich so Ärmel drin. So wie so eine Bademanteldecke. Da ist ein Freund von. Also wenn du mit dem Freund da mal schön kuschelt, dann hast du wenigstens schon mal eine Decke dabei. Eine Decke habe ich auch für dich da drüben, liegt noch dabei. Super, ich sage vielen, vielen Dank. Hat danke mir wirklich auch viel Spaß gemacht mit euch. Ich wünsche euch allen Erfolg, den es nur irgendwie gibt. Also auch das Investment, was Risiko, was hier eingegangen wird, das ist immer entsprechend auch den Erfolg mit sich bringt. Ja? Dankeschön. Und wir arbeiten dran, wie gesagt, neben dem Weihnachtsmarkt definitiv zweites Highlight. Ja, ich krieg's nicht hin. Cinecittà. Ja, ich kann gut Fungi und hier alles bestellen, aber sonst ist mit meinem Italienisch etwas schlecht. Ich sage vielen Dank und wenn es euch gefallen hat, bitte liked das Ganze hier und unseren Kanal. Abonniert ihn am besten, weil wir werden definitiv noch weitere außergewöhnliche Kinos natürlich präsentieren. Und ansonsten, wenn ihr mal zu uns noch in die Firma kommen wollt, kommt rüber in der Woche Termine. Und ansonsten samstags sind wir immer auch ohne Terminvereinbarung da. Und ich laufe da auch nicht gerade selten rum. Bis dann. Tschüss.